Kennen Sie das? Auf dem Schreibtisch, da wachsen die Aktenberge. Auf dem Computer, da sammeln sich die Dokumente so sehr, dass es eine Ballung gibt. Ihre Schubladen sind voll bis zum Rand und im Kleiderschrank, da hängen ganz viele Kleidungsstücke, die Sie schon ewig nicht mehr getragen haben. Wenn das so ist, dann wird es höchste Zeit, dass Sie entrümpeln, dass Sie aufräumen. Da möchte ich Ihnen 8 Tipps an die Hand geben. Mein Name ist Martin Werle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und auch als Buchautor. Und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt beginne ich mit meinem ersten Tipp zum Aufräumen und Entrümpeln. Und zwar, spüren Sie die Überfüllung um Sie herum. Solange Sie sich wohlfühlen in dem Zustand, dass um Sie herum sich die Dinge stapeln, dass Ihr Desktop voll ist bis zum Rand, solange Sie sich wohlfühlen damit, solange werden Sie nichts verändern. Aber Sie haben dieses Video angeklickt. Warum haben Sie das getan? Ich glaube, Sie spüren schon zumindest unterschwellig, dass Ihnen dieser Zustand nicht gut tut. Und das müssen Sie sich bewusst machen. Dass dieser Zustand, wenn es um Sie herum voll ist, Sie einschränkt. Dass es zu einer Art seelischen Verstopfung kommt, wenn eine räumliche Verstopfung um Sie herum ist. Dass Sie wenig Luft zum Atmen bekommen, dass Sie sich Luft verschaffen müssen. Das ist der erste Schritt. Erkennen Sie, dass der jetzige Zustand nicht Ihr Wunschzustand ist. Und dann können Sie konkrete Ziele ableiten, wie Sie das verändern und wie Sie nach vorne preschen. Damit bin ich beim zweiten Schritt und zwar entwickeln Sie eine Vision vom reinen Tisch. Solange es um Sie herum noch verstopft ist, fühlt sich das ja erst einmal entmutigend an. Aber wenn Sie sich vorstellen, wie es wäre, wenn Sie aufgeräumt und entrümpelt hätten, wie sähe dann Ihr Schreibtisch aus? Und was wäre toll daran? Wie sähe Ihr Desktop aus? Die Schubladen zu Hause, der Kleiderschrank, wie sähe das aus? Stellen Sie sich das bitte einmal ganz konkret vor, sodass Sie es sehen können, dass Sie es spüren können, dass Sie es sogar riechen können vielleicht. Und je sinnlicher Sie sich diesen Zielzustand, das schon aufgeräumt haben, vorstellen, desto mehr Energie wird Sie fluten und desto mehr Lust werden Sie verspüren, tatsächlich etwas zu unternehmen. Jetzt bin ich beim dritten Schritt. Sie müssen ja allmählich überlegen, was können Sie wegwerfen, wovon können Sie sich trennen? Da gibt es eine ganz tolle Frage und zwar die wie oft noch verwendet Frage. Stellen Sie sich die Frage bei Dokumenten auf Ihrem Desktop, bei Dingen auf Ihrem Schreibtisch, bei Dingen in Ihrem Schrank oder in Ihrer Schublade, stellen Sie sich die Frage, wie oft habe ich diesen Gegenstand in den letzten Wochen, Monaten, Jahren noch verwendet? Wenn die Antwort lautet, gar nicht mehr oder so gut wie nicht, dann fragen Sie sich bitte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Gegenstand in den nächsten 6 oder 12 Monaten verwenden werde? Und ganz oft werden Sie zu dem Ergebnis kommen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Das heißt, der Gegenstand ist überflüssig für Sie. Nehmen Sie Kleidungsstücke, zum Beispiel Anzüge, Kleider, in die man mal reingepasst hat und jetzt nicht mehr reinpasst. Wie wahrscheinlich ist es, dass man da noch mal reinpassen wird? Vielleicht unwahrscheinlich und in diesem Fall, wenn Sie diese rationale Erkenntnis haben, in diesem Fall fällt es Ihnen natürlich leichter, sich von diesen Gegenständen zu trennen. Denn die Gier, etwas zu horten, die ist evolutionär bedingt. Früher, als es noch großen Mangel gab, früher, als die Menschen nur wenig Beute machten, mussten sie diese Beute horten und über den Winter kommen. Und dieses Verhalten steckt noch in uns. Durch rationales Denken kann man das abstellen. Jetzt kommt der vierte Punkt, wenn Sie entrümpeln und aufräumen wollen, und zwar fangen Sie einfach an damit. Und zwar nicht irgendwann, sondern sobald Sie dieses Video geschaut haben, bitte ich Sie, dass Sie einen ersten kleinen Schritt gehen. Egal wo Sie jetzt sind, ob Sie im Büro sind, ob Sie zu Hause sind, tun Sie etwas, um aufzuräumen, tun Sie etwas, um zu entrümpeln, trennen Sie sich von einem einzigen Gegenstand. Es kann ein einziges Dokument auf Ihrem Desktop sein. Es kann zu Hause ein Schriftstück sein, ein Brief, der da schon lange rumliegt und den Sie eigentlich nicht mehr brauchen. Trennen Sie sich von einem einzigen Gegenstand und Sie werden merken, es macht Spaß, sich von Gegenständen zu lösen, weil man damit Raum für Neues schafft. Und wenn Sie den ersten Schritt gegangen sind, dann kommen weitere Schritte hinzu. Jetzt kommt ein weiterer Punkt, Punkt Nummer 5 hinzu, und zwar der Abschied von Gegenständen, mit denen Sie emotional verbunden sind.
Sie haben also zum Beispiel mal eine Mail von Ihrem Chef bekommen, in der Sie gelobt wurden. Das passiert vielleicht selten. Und Sie haben diese Mail natürlich gespeichert. Sie haben zu Hause noch die Schuhe stehen, die schon ziemlich alt sind und schon ziemlich zerschlissen sind. Aber diese Schuhe, die hatten Sie an bei Ihrer ersten Australienreise und Sie hängen an diesen Schuhen. Und in Wirklichkeit hängen Sie ja gar nicht an den Schuhen. Sie hängen an der Erinnerung der Australienreise. In Wirklichkeit hängen Sie nicht an dieser Mail Ihres Chefs, sondern an dieser Anerkennung. Wenn Sie sich bewusst machen, dass das Gefühl und der Gegenstand nicht identisch sind, dann fällt es Ihnen natürlich viel leichter, sich vom Gegenstand zu trennen. Sie können das zum Beispiel machen, indem Sie auch mal laut etwas sagen vor sich hin und sagen, ich trenne mich jetzt von diesen Schuhen und die Erinnerung an meine tolle Australienreise, die behalte ich für immer in meinem Kopf. Wenn Sie das so machen, fällt Ihnen das Loslassen natürlich viel leichter, als wenn Sie das Gefühl haben, die komplette Erinnerung wegzuwerfen. Jetzt bin ich beim sechsten Punkt, der auch sehr wichtig ist, und zwar schaffen Sie Aufräumrituale. Wie man Rituale der Unordnung schafft, Rituale sich zuzumüllen, alles zu horten, zu sammeln, bis man fast untergeht, so kann man sich genauso Aufräumrituale schaffen. Also überlegen Sie einmal, bei welchen Gelegenheiten es sich anbietet, für Sie Ordnung zu machen. Beispielsweise bezogen auf den Kleiderschrank. Immer wenn Sie in den Kleiderschrank etwas Neues reinhängen, ein neues gekauftes Kleidungsstück, könnten Sie ja eines rausnehmen, von dem Sie sagen, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. So können Sie auch bei Büchern vorgehen. Immer wenn Sie ein neues Buch kaufen und ins Regal tun, können Sie sagen, welches alte, das ich bestimmt nicht mehr lesen werde und gebrauchen kann, welches alte kann ich dafür wegtun. So können Sie es auch machen, wenn Sie im Büro Feierabend machen, dass Sie sich einfach noch mal eine oder zwei Minuten jeden Tag nehmen, um Ordnung zu schaffen. Und Sie werden merken, diese kleinen Rituale, die führen zu einem großen, zu einem sehr tollen Ergebnis. Jetzt bin ich beim siebten Punkt. Manchmal ist es wirklich schwierig mit dem Aufräumen, weil man selbst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr erkennen kann. Man sieht nicht mehr, was ist wichtig, was ist unwichtig. Man kann nicht sagen, was kann ich wegwerfen und was nicht. Holen Sie sich einen neutralen Menschen hinzu, einen Menschen, der auch gut im Aufräumen und Wegwerfen ist. Das kann ein Freund sein, das kann ein Bekannter sein, das kann ein Kollege sein. Und fragen Sie mal diesen Menschen, ob er der Meinung ist, Sie sollten den Gegenstand behalten oder nicht. Das hilft natürlich enorm, wenn da jemand Neutrales sagt, nee, das brauchst du nicht mehr, wirf es weg. Dann haben Sie auch eine innere Erlaubnis und dann lassen Sie auch leichter los. Und jetzt kommt der letzte Punkt, der achte Punkt. Und zwar empfehle ich Ihnen, wenn Sie aufgeräumt haben, wenn Sie entrümpelt haben, dann feiern Sie es. Dann lassen Sie es ein wenig krachen, dann machen Sie ein schönes Abendessen, dann tun Sie etwas, das Sie belohnt, damit Sie merken, das Aufräumen hat sich gelohnt, es geht mir jetzt richtig gut. Genießen Sie diesen Zustand und mit diesen Tipps, das wette ich, fällt Ihnen das Aufräumen und Entrümpeln deutlich leichter. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, bitte den Daumen nach oben weisen lassen, teilen Sie es, legen Sie Playlists an. Darüber freue ich mich sehr, über Ihr Abo umso mehr, aber am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.